Hallo meine liebe Astro-Rebellen, willkommen zu eurem astrologischen Kanal. Ich bin euer astrologischer Berater Emmanuel von Sendstern. Ich freue mich, dass ihr zurück seid und dass ihr sich dieses Video anschaut. In diesem Video möchte ich über die Konstellationen sprechen, die wir in diesem Jahr 2021 haben. Ich habe euch in den vorherigen Videos gesagt, unter anderem, dass wir eine spannungsreiche Zeit im Januar und Februar haben werden. Tatsächlich spüren wir gerade eine große Spannung. Diese liegt in der Luft. Und ich habe euch gesagt, dass hier eine explosive Konstellation vorhanden ist, Januar und Februar 2021. Dennoch muss man hier einen Faktor in Betracht ziehen. Saturn ist in Wassermann, Saturn ist kalt und Saturn hat den Effekt, dass er bestimmte Abwicklungen einbremst, verlangsamt. Und er bildet eine Quadratur bzw. Spannungsaspekt zum Planeten der Handlung, Handlungsfähigkeit, Mut und Durchsetzungsfähigkeit. Das ist Mars. Also das heißt, die Kräfte, die explosiven Kräfte des Mars werden eingebremst durch diesen Aspekt, welcher Mars und Saturn aufbauen. Es handelt sich hier um eine Winkelbeziehung von 90 Grad, also eine Quadratur. Und Quadraturen bedeuten, dass man hier zwei Elemente oder zwei Energien hat, welche gegeneinander kämpfen. Auf der einen Seite haben wir die Unzufriedenheit des Mars im Stier in Konjunktion mit Uranus. Auf der anderen Seite haben wir Saturn im Wassermann. Wassermann betrifft das Zusammenleben, das soziale Leben. Das habe ich euch in einem vorherigen Video schon gesagt. Und diese wird eingeschränkt durch Saturn. Okay? Und daraus, aus dieser Dynamik zwischen Saturn und Mars, entsteht eine Spannung, die sich spürbar macht. Dennoch geht diese Spannung nicht nach außen. Das heißt, man merkt sich das nicht. Und wenn Proteste oder wenn irgendwelche Konflikte entstehen, dann werden diese ganz schnell wieder verschwinden, weil Saturn, wie gesagt, er bremst Mars ein, er schränkt ein und Mars ist Aggressivität, Gewalt, Unzufriedenheit und diese wird nicht angezeigt. Also diese bleibt unterschwellig. Die Gefahr hier ist, dass man mit diesen Spannungen auf der individuellen Ebene nicht richtig umgehen kann, das kann psychosomatische Erkrankungen verursachen. Auf der individuellen Ebene natürlich muss man die individuellen Horoskopen anschauen, um das zu beurteilen, inwieweit diese Spannungskonstellation die jede einzelne Person betrifft. Aber allgemein gesehen sieht man hier, dass auf der gesellschaftlichen Ebene sehr viel Spannung gibt. Nur diese Quadratur zwischen Mars und Saturn, die wir übrigens auch im Jahr 2020 hatten, diese wird verschwinden. Ja? Und ich werde euch sagen, wann wird der Druck eventuell rauskommen. Dieser Druck, der sich im Januar und teilweise im Februar aufbaut, wann könnte der Druck rauskommen? Okay,
Also wir sehen, dass diese Quadratur Mars-Saturn wird bis Ende Januar richtig aktiv sein. Und erst im Februar dürfte sich diese verlockern. Dennoch muss man hier in Betracht ziehen, dass man Uranus im Quadrat zu Saturn das ganze Jahr oder fast das ganze Jahr 2021 hat. Und dass, wenn man über das Thema Proteste oder Unruhe in der Gesellschaft spricht, man dürfte diese wahrscheinlich bis August oder bis Juli, bis Anfang Juli nicht sehen. Also ich sehe hier keine großen Konflikte und nur vielleicht im April, weil im April wird diese Quadratur Uranus-Saturn ein bisschen schwach sein. Also April wird es ein bisschen schwach, aber im Februar wird diese Blockade oder Spannungsaspekt Uranus-Saturn sehr, sehr intensiv sein. Ne? Vor allem während der zweiten Hälfte des Monats. Denn wir haben diese Quadratur am 17. Februar, wenn ich mich nicht täusche, habe ich gesehen, dass diese Quadratur exakt sein wird. Genau, das wird am 17. Februar 2021. Und Merkur wird dann rückläufig in Wassermann sein bis zum 20. Februar, also vom 30. Januar bis 20. Februar. Und das bedeutet hier, dass jegliche Entscheidungen, die am 14. Februar getroffen werden, werden nicht dazu führen, dass man hier eine Lockerung hat. Wenn man das machen würde, dann müsste man das rückgängig machen, die Entscheidung. Also man kann hier davon ausgehen oder man kann sich denken, dass dieser Lockdown noch weiter bleibt. Das kann ich euch fast garantieren mit diesen Konstellationen, die wir haben. Also wir haben nicht mehr die Quadratur Mars-Saturn, Einschränkung der Handlungsfähigkeit und Spannungsbildung. Wir haben das nicht mehr, aber dann haben wir im Februar diese Quadratur Uranus-Saturn, welche uns fast das ganze Jahr begleiten wird und welche direkt die Freiheiten der Menschen und das gesellschaftliche Leben einschränkt. Ja? Also dieser Aspekt ist fast im ganzen Jahr vorhanden. Nur haben wir dann August, September, Oktober, die Monate, diese drei Monate sind dann frei, sozusagen im Sommer und Spätsommer mit Herbstanfang 2021, da haben wir eine Lockerung, da haben wir, sag ich mal so, nicht diese Quadratur, Uranus, Freiheit, Saturn, Einschränkung vorhanden. Und dementsprechend kann es sein, dass erst dann sieht man hier eine kleine Erleichterung. Aber ich kann aus der astrologischen Sicht sagen, dass 14. Februar, da dürfte keine Lockerung kommen. Das glaube ich nicht, aufgrund der astrologischen Konstellationen. Und wir sehen dann im April eventuell eine kleine Verbesserung. Der Höhepunkt, diese Quadratur zwischen Uranus und Saturn wird im Februar, Juni sein und die Auswirkungen davon werden wir im November 2021 haben, Dezember und bis Anfang Februar 2022 haben wir diese Quadratur vorhanden. Also Höhepunkte von diesem Einfluss sind Februar. Also noch einmal zur Wiederholung, Februar, Juni und dann Dezember, 24. Dezember, das ist Weihnachten 2021. Und dann wird es ab Dezember schwächer und schwächer und dann wird im Februar 2022 verschwinden. Ich habe euch schon gesagt,
welche Bedeutung Uranus Quadrat Saturn hat. Das habe ich euch in einem Video, ich denke, ausführlich erklärt. Aber ich möchte ganz kurz sagen, dass Uranus betrifft Gesellschaft, allgemein gesellschaftliche Freiheiten. Saturn bedeutet Einschränkung. Aber mit Saturn können Dinge entstehen. Und wenn man von einer Quadratur spricht, können bestimmte Rechte anerkannt werden, es können bestimmte Freiheiten erlaubt werden, wenn man für diese kämpft. Ja, also dieses Kampfelement kommt mit den Quadraturen immer rüber als wichtiger Element, und hier ist nichts anderes. Ja, wir hatten diese Quadratur Anfang der 90er Jahre. Und seitdem haben wir das Thema Internet, also Internet als Netzwerk wurde Anfang der 90er begründet und eingeführt. Und das heißt, wir sind jetzt 30 Jahre später mit der gleichen Konstellation beschäftigt. Das heißt, das Thema Internet online, Arbeit online, das alles ist betroffen von Saturn in diesem Zeichen. Das heißt, man muss mehr Verantwortung übernehmen über bestimmte Informationen, die im Internet verbreitet werden. Die Menschen müssen mehr Verantwortung für dem übernehmen, was sie im Netz machen. Und das ist jetzt die Herausforderung, weil hier gibt es ein Kampf zwischen Freiheit, die individuelle Freiheit, und das kollektive Wohlergehen. Ja? Da, es muss immer einen Ausgleich geben zwischen Freiheit und Einschränkung. Aber ihr seid erwachsen genug, ihr weißt das alles schon. Ich meine nur, astrologisch gesehen hat man mit diesem Thema zu tun in diesem Jahr. Und wir hatten auch, wie ich in einem anderen Video gesagt habe, das Thema neue Freiheiten. Ja? Zum Beispiel in den USA wurden Rechte anerkannt, die es davor nicht gab, für bestimmte Minderheiten, wie zum Beispiel die afroamerikanischen Minderheiten. Und das war so, dass man für diese neue Freiheiten kämpfen musste. Also diese Freiheiten kamen nicht vom Himmel, sondern man musste einfach dafür etwas tun. Und das Gleiche haben wir jetzt. Ja, also man nimmt seine Freiheiten als selbstverständlich und man denkt, das System wird sich um einen kümmern. Aber das ist leider nicht der Fall. Ja, man muss Bescheid sein. Man muss selber wissen, welche die Wahrheit ist. Ja? Also jeder Mensch muss auch selber irgendwo seine eigene Weltanschauung haben, unabhängig von äußerlichen Einflüssen, insbesondere von den Medien. Okay? Und wie gesagt, also in diesem Jahr sehe ich keine große Erleichterung mit diesem Thema, die wir gerade haben. Nur August, September, Oktober sind die drei Monate, wo man vielleicht eine kleine Erleichterung sieht. Und April ist auch jetzt nicht ganz so schlecht, aber wie gesagt, dieser Einfluss von Uranus Saturn bleibt leider im Jahr 2021 aktiv. Wir haben Ende Juli eine sehr interessante Konstellation, welche vorhanden war, als der Irakkrieg angefangen ist. Nämlich Mars hat eine Opposition zu Saturn gebildet, und danach, kurz danach, hat man den Krieg begonnen in dem Irak. Und etwas Ähnliches haben wir Ende Juli vorhanden. Und dieser Einfluss wird auch im August
vorhanden sein, okay? Und ich möchte keine Angst machen, es ist eben so, vom astrologischen Wetter her kann man sagen, dass Juli der Monat sein kann, wo man hier Konflikte erlebt, August genauso. Und in Bezug auf das Thema Blackout, ich habe euch vor mehreren Monaten in einem Video vorher gesagt, dass das Thema Stromausfall ein wichtiges Thema sein kann in diesem Jahr, genauso wie Cyberattacken, also Attacken im Netz. Das ist auch eine Möglichkeit in diesem Jahr 2021 und das habe ich euch schon vor mehreren Monaten gesagt. Und wir haben Uranus zum Beispiel. Uranus ist unter anderem, also nicht nur Gesellschaft, nicht nur Netzwerken, Internet, sondern Uranus ist auch elektrische Geräte, elektrische Netzwerken. Ja? Also Uranus beherrscht das Thema Strom, Innovation, Technik und Saturn, Einschränkung. Ne? Dementsprechend kann man sich das denken. Ich meine, ich habe euch das vorher gesagt mit dem Strom und tatsächlich spricht man jetzt darüber. Ihr könnt sich die ganzen Nachrichten auf Google anschauen in Bezug auf das Thema Blackout. Das habe ich euch vorher gesagt und das ist tatsächlich jetzt ein Thema. Und ich habe auch gesagt, dass Januar, Februar heiße Monate sind, astrologisch gesehen, aber heißt, bedeutet nicht, dass man hier plötzlich einen Systemwechsel hat, vom Himmel gefallen. Nein, es heißt eigentlich, dass es gibt große Verspannungen, Anspannungen, die sich durch diese Quadratur Mars-Saturn bilden. Und wir haben Saturn-Mars-Aspekte, die sehr spannungsreich sind jetzt im Januar. Und dann werden wir Ende Juni, Anfang Juli wieder haben und dann November und Dezember 2021 noch einmal haben. Also diese Spannungskonstellationen zwischen Mars, Handlungsfähigkeit, Unzufriedenheit und Saturn, Einschränkung, diese wiederholen sich dreimal im Jahr 2021, okay? Januar, Juni, Juli, November und Dezember, okay? Also so, damit man sich ein Bild darüber machen kann, wann sind diese Spannungen vorhanden und was passiert, wenn solche Spannungen zwischen Mars und Saturn kommen. Ich meine, es passiert gar nichts, viel. Ja? Also es können zum Beispiel Proteste entstehen, es können Konflikte entstehen, aber von kurzem Dauer. Ne? Also es explodiert etwas und dann Schluss und dann kommt das nächste Thema und man vergisst relativ schnell, dass irgendwas passiert ist. Ich habe auch vorhergesagt, dass eine Explosion entstehen könnte. Das habe ich vor dem Sommer 2020 vorhergesagt in einem Video und das ist im Libanon passiert. Da gab es eine Explosion und ich habe euch das vorhergesagt, genauso wie ich euch vorhergesagt habe, dass in diesem Jahr eventuell ein Blackout kommen könnte, weltweit Blackout, vielleicht aufgrund von Cyberattacke oder der magnetischen Feld um die Erde ändert sich durch die Sonne und dann haben wir jetzt Blackout. Das ist eine Möglichkeit, okay, liebe Astro-Rebellen. Aber ich bin gespannt, wie das jetzt alles sich äußert. Und ich wünsche euch Astro-Rebellen eine immerhin gute Zeit. Ich meine, es ist für uns alle nicht einfach, aber wir werden am Ende sehen, dass diese Verspannungen schon einen Sinn und Zweck haben,
Nichts ist umsonst, Zufall gibt es nicht. Wir müssen die Veränderungen, die wir in der Außenwelt sehen wollen, das müssen wir in uns zuerst durchführen. Ja, innerliche Veränderung, Innenschau, das ist wichtig. Und nicht einfach immer meckern und nicht immer kritisieren, ja, sondern dankbar sein für dem, was man hat. Und Innenschau ist wichtig, ja, dass man diese Veränderungen, die man in der Außenwelt sehen möchte, dass man diese in sich selbst durchführt, dass man ein anderes Gefühl von sich selbst bekommt. Das ist wie eine Art Ritual, weil es bringt manchmal nichts, in der Außenwelt irgendwelche, sag ich mal, Konflikte anzufangen, ja, das bringt meistens gar nichts. Okay, und deswegen muss man hier an sich arbeiten, diese Zeit, die wir haben von Lockdown, nutzen, um uns mit unserem Selbst zu verbinden. Also Meditation ist wichtig, Ruhe ist wichtig, sodass man hier zur Wahrheit kommt und sich von seinem höheren Bewusstsein führen lässt. Das würde ich euch empfehlen, anstatt sich kaputt zu machen. Ich meine, die Welt ist wie ein Monster. Die Welt möchte uns fressen, sozusagen, wenn man es zulässt. Und deswegen muss man hier einen Punkt der Ruhe finden, wo man Innenschau betreibt und seine innere Wahrheit findet. Ich wünsche euch eine fröhliche Zeit immer noch. Die Videos für Februar 2021 sind schon in der Vorbereitung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Astro Rebellen, und wir hören uns beim nächsten Video.